Hi, ich bin Niklas. Hi, ich bin Mirana. Und in diesem Video wollen wir euch noch kurz einige wichtige Infos zum Plus-Mint-Orientierungsstudium geben. Danach reden wir auch nochmal über die Bewerbung und den Studienstart. PlusMint ist ein zulassungsfreier Studiengang. Das heißt, ihr braucht keinen bestimmten NC, um PlusMint studieren zu können. Alles, was ihr dafür braucht, ist eine sogenannte Hochschulzugangsberechtigung. Das heißt, ein klassisches Abi oder Fachabi. Dabei ist PlusMint voll BAföG-fähig. Das heißt, nicht nur der Studienschwerpunkt ist für BAföG berechtigt, sondern auch die Orientierungsphase. Nach der einjährigen Orientierungsphase könnt ihr zwischen 10 verschiedenen Schwerpunkten wählen. Das ist dann so, als würdet ihr den gewählten Studiengang direkt studieren. Ihr könnt euch aber auch für ein Studium im Praxisverbund entscheiden, also für ein duales Studium, bei dem ihr gleichzeitig in einem Unternehmen seid. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, ein PlusMint-Studium zu starten, kommen hier weitere Infos zur Bewerbung. Bewerben könnt ihr euch vom 1. Juni bis zum 1. September. Es gibt zwei Einführungsveranstaltungen, eine im August und eine zum Semesterstart im Oktober, wo euch bei der Stundenplanerstellung geholfen wird. Vor dem Semesterstart habt ihr die Möglichkeit, eure Mathe- und Chemiekenntnisse mit zwei Vorkursen aufzufrischen. Das Semester startet dann Mitte Oktober. Für alle genauen Infos und Termine schaut auf unsere Website.